Leute, Leute, herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück nach langer Zeit zu Master Builders. Mit dem Schatz sind Atro und Queen. Hallo. Hello. Wie gerade ein Schwein wurde, das auf Atros Schulter sitzt. Zumindest sieht es so aus. Und jetzt habe ich irgendwas hier drin. Boah, bring mich zum Grunzen, bring mich zum Grunzen. Hier, komm, hier, bring mich zum Grunzen. Ja, ich bin übrigens auch ein Schwein. Sehe genauso aus. Aber soll ich dir was sagen? Schweine, Kühe, alles mit am Start. Was denn? Trotz, dass du gerade, dass ich wusste, dass du jetzt anfängst, habe ich mich vor dem Mastodon gerade sowas von erschreckt, ne? Weil du das plötzlich so ins Mikro gebrüllt hast. Das tut mir sehr leid. Ja, kann ich nicht hören. Boots. Nein. Na, ernsthaft? Kann man ein anderes Thema nehmen? Ich möchte auch ein anderes Thema. Ich möchte nicht schon wieder so Scheiße bauen, ey. Mann. Ich kann sowas nicht. Boots sind doch Stiefel, oder nicht? Ja. Ja. Alter, fick dich. Hätte man hier Nein sagen können oder so? Nee, ist Nein. Boot. Ah, Boots. Ja, Boots kann ich. Alter. Alter. Boote, Boote, Boote. Ja, Boote, Boote, Boote. Ja. Vielleicht auch, wenn ich einen... Nein, da steht ja Tal. Oh Mann. War nicht so faul. Mock mich nicht so. Also gar nicht nur Einbau. Es wird besser aussehen, wenn es fertig ist. Noch sieht es aus wie ein Penis in Pixelart. Aber egal. Okay. Ja. Will ich wissen, was der da baut? Nein. Hat's ja gehört, Penis Pixelart. Alter. Alter, ernsthaft? Ist alles andere als einfach. Ich bin versetzt hier. Nein, auch noch nicht. Hört sich gut aus, ey. Boah, gefällt mir gar nicht, ey. Das Thema gefällt mir absolut nicht. Ich glaube, ich habe die zu nah zusammengestellt. Scheiße, Dreck. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht, aber... Ist egal. Jetzt wurscht. Käse. Wurscht. Ja. Wurscht und Käse. Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Ich mag aber kein Erdbeerkäse. Ups. Dann magst du auch keine Wurst. Hallo, ist gesund. Vor allem, wir haben noch 2 Minuten, ne? Und ich hab grad mal einen Schuh fast fertig. Sagt das nicht. Hallo? Ich auch? Das gruselt uns genauso. Das ist mir egal. Eure Sachen sehen wenigstens zu 90% gut aus. Na, diesmal nicht. Definitiv nicht. Aber stimmt. Nein. Wollte ich gerade sagen, bestimmt. Ich meine, Queen ist ja sowieso immer diejenige, die sagt, das sieht scheiße hoch, das geht in die Luft und was ist, am Ende gewinnt sie. Richtig. Immer so. Das ist nicht meistens sicher mir. An wen oder was soll das denn sonst liegen? Nee, sie gibt nicht uns die Schuld hier, ne? Nein. Für dich niemals du, nie und nie. Nein. Nein. Alle, nur du nicht. Ja. Siehste? Geht doch. Mhm. Guck mal, ich hab sogar noch Zeit. Schön, das ist schön, dass du noch Zeit hast. Ich hab auch erst einen Schuh fertig, ey. Und das gefällt mir nicht. Gefällt mir absolut nicht. Mir gefällt das auch nicht so. Ich würde mal sagen, ich hätte die Farbe irgendwie anders nehmen sollen, aber egal. Das sind jetzt einfach schwarze Gummistiefel, so. Nein. Besser aus. Aber die kriegen eine andere Sohle, habe ich festgestellt. Mach die jetzt pink. Ach du Scheiße. Mach das. Ich habe noch eine Minute Zeit. Habe ich das ja locker. Ne, das erkennt man nicht, was das sein soll dann.
Ach, Vincent erkennt man meins. Vincent erkennt man sowieso wieder. Mal hier so ein bisschen. Wie schon gesagt, du machst dir jedes Mal Sorgen darum, dass man deins nicht erkennt. Und am Ende erkennt man's und du gewinnst. Hm. Gar nicht wahr. Will ich ja noch eine Schleife da dran machen, aber. Egal. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll hier. Das ist der schlimmste Schuh, den ich je gebaut habe, glaube ich. Dann machen wir noch den Boden in Dirt. Aber Screenshot muss immer sein. Da und da. Oh je. Na, dann gucken wir mal. Ja, jetzt ist eh zu spät. Also ich muss sagen, ich würde sie nicht anziehen, aber... Nee, das Gefühl kenne ich zu gut. Das ist ein Schuh mit einer sehr hübschen Schleife. Alter. Spinnen. Die Idee muss man kommen, verdammt. Ja. Gummistiefel! Es regnet ja gar nicht. Was ist das denn für ein Bullshit? Eigentlich habe ich dir das Wetter. Das sind Enderman-Stiefel. Die sehen irgendwie cool aus. Wenn es so welche Schuhe gehen würde mit pinker Sohle, würde ich die kaufen. Wow. Oh komm, ey. Ja, wow, das ist das schönste. Naja, das ist der schönste Schuh, den ich je gesehen habe. Der gehört bestimmt Cinderella. Vor allem, dann hat er noch so. Er schreibt vor allem selbst bei sich selbst cool. Alter. Ja, das ist sehr schlau, ey. Dann macht er nur so ein poppiges Pixelart und okay, dann macht er noch zwei Schuhe. Gut. Die Idee ist gut. War ja klar. Das war klar. Und wo hat man jetzt nicht erkannt, dass das ein Schuh ist? Ich meine, hier könnte man noch denken, Revi. Thank you. Schreib mal rein, Revi. Keine Ahnung. Ich glaube, das passiert mal so, mal so. Ich denke, du gibst auch zufällig irgendwie welchen. Also ich finde das jetzt irgendwie nicht gut. Ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll, aber... Das weiß ich nicht. Also das ist zum Thema vorbei. Ja, irgendwie schon. Das ist... Ja, wow. Also man sollte ja die Boots bewerten. Es geht ja um Boots, also von daher... geht's nicht roter. Von daher sind das Masterpiece, ja. Holzbein. Typisch, dass der wieder in die Luft liegt, wie oder den Runden zuvor meistens. Müsste man eigentlich schreiben, das sind Legs. Oh. Boah, er ist schon am Traumbereich. Atromix, Glückwunsch an dieser Stelle. Mit meinem Team, die Schildchen hab ich gewonnen. Oh mein Gott. Nein. Ja, Glückwunsch. Ne, das lasse ich drin. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Folge Masterbilders. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen und eine schöne Woche haben. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.